So, hallo. Ich mache jetzt mal einen rein basischen Kartoffelsalat. Warum jetzt gerade? Ich habe gerade Lust dazu und ich kann nicht schlafen. Ich glaube, es liegt am Vollmond. Und dazu brauchen wir erstmal Kartoffeln. Die habe ich bereits in den Herd getan. Das sollten festkochende Kartoffeln sein. Und dann verschiedene Gemüsesorten. Ich habe mal geguckt, was der Kühlschrank noch so hergibt. Da haben wir rote Paprika. Da sind Zucchini und dann sind da Zwiebeln. Und das werde ich jetzt klein schneiden und dann hier in die Pfanne tun. Erst die Zwiebeln, dann die Zucchini. Die Paprika müssen eigentlich nur eine Minute durchgeschwenkt werden. Und alles auf kleiner Flamme, denn es soll Saft ziehen. So, die Zwiebeln sind in der Pfanne und sind glasig geworden. Entschuldigung. So, das hier ist jetzt keine, es soll optimal gut, Restaurantqualität. Das ist klar, aber es geht darum, ein basisches Gericht zu machen, das gesund sein soll, das leicht sein soll, denn wir haben einen heißen Tag vor uns. Und das basisch sein soll. So, die Zucchini sind jetzt auch schon soweit. Die Paprika kommen jetzt einfach oben in die Pfanne dazu. Und das Ganze bleibt jetzt ein bisschen stehen, damit es noch mehr Saft zieht. Warum, sehen wir gleich. Ja, wir haben 4 Uhr morgens. Aber an diesen heißen Tagen finde ich es wesentlich angenehmer, um diese Zeit das Essen zu machen, als mich nachmittags womöglich in die brüllend heiße Küche zu stellen. Und ich halte immer hoch, damit es auch zu sehen ist. Hier ist noch ein Basilikum. Von dem werde ich jetzt so ungefähr 20 Blätter abzupfen, damit die auch noch in den Kartoffelsalat mit rein können. Ist doch was Schönes, Kräuter im eigenen Garten stehen zu haben. Hier habe ich die Basilikumblätter hier drin. Die lasse ich jetzt erstmal stehen. Die kommen zuletzt in den Salat. Und dann habe ich noch einen frischen Rosmarin gepflückt. Ich halte den hier mal hoch oder besser so, dass er auch zu sehen ist. So, den lasse ich ganz und tue den noch in den Salat rein, damit er durchzieht und Aroma gibt. Wenn es denn soweit ist, jetzt muss ich erstmal warten, bis die Kartoffeln fertig sind. Und werde so lange irgendwas anderes, mehr oder weniger Sinnvolles tun. Der Abwasch. Zwischenstand, wir können sehen, in der Pfanne hat sich jetzt schon richtig viel Flüssigkeit gebildet und die brauchen wir auch gleich, denn genau diese Flüssigkeit wird der Kartoffelsalat aufsaugen. Ich mache jetzt noch ein bisschen Saft einer frischen Zitrone da rein. Dadurch erspare ich mir nämlich den Essig. Ich hätte es auch eher machen können, wenn ich denn dran gedacht hätte. Jetzt habe ich noch ein Stück von der Bio-Zitrone, muss es natürlich sein, einfach ein Stück Zitronenschale reingemacht. Das gibt dem Ganzen noch mehr Geschmack. Um zu gucken, ob die Kartoffeln gut sind, nehme ich immer den alten Trick meiner Oma. Und zwar reinstechen und falls es stecken bleibt und nicht mehr nach unten rutscht, so wie jetzt, dann sind die Kartoffeln fertig. Die Kartoffeln sind jetzt, um abzukühlen, hier in einem Sieb in kaltem Wasser, damit das möglichst schnell geht. Und ja, entweder wir können die ganz normal abpellen und in den Salat reinschneiden oder wir können sie auch ganz lassen, das heißt die Schale dran lassen, das sind ja junge Kartoffeln. Und nur irgendwelche dunklen Stellen wegschneiden. Ich bevorzuge die zweite Variante. Aber das ist, naja. Jetzt kommt eine Kartoffel nach der anderen hier in die Pfanne rein. Und zwischendurch wird jedes Mal umgerührt, denn der Saft, der in der Pfanne ist, soll sich in die Kartoffeln saugen und den Kartoffeln ihren Geschmack geben.
Die Kartoffeln sind jetzt komplett in der Pfanne mit dem Gemüse drin. Basilikumblätter habe ich reingemacht, Rosmarin ist auch drin. Und das Ganze sollte jetzt etwa 2 Stunden mindestens durchziehen, damit die Kartoffeln den Geschmack von dem Sud annehmen können. Danach schmecke ich nochmal mit Salz und Pfeffer ab und tue noch kaltgepresstes Olivenöl dazu. Und dann kann der Salat noch beliebig weiter verfeinert werden mit schwarzen Oliven. Vorsicht, keine schwarz gefärbten, steht auf der Packung. Die schwarzen sind nämlich die reifen. Die schwarz gefärbten sind einfach nur die grünen, die schwarz gefärbt werden, um sie für mehr Geld verkaufen zu können. Nicht so gut. Es können Blattsalate dazu serviert werden. Das Wasser, in dem ich die Kartoffeln eben habe, kurz abkühlen lassen, damit das schneller geht, benutze ich jetzt zum Blumengießen. Und dann gucke ich mir das Geschehen hier in einer Stunde nochmal an. Und so, das Wasser aus der Küche nehme ich jetzt gleich, um die Erdbeeren zu gießen. Die können das nämlich immer verkraften. Trinken die Kräuter auch noch ein bisschen was ab, dass das wenigstens nicht verschwendet. So, und noch einmal zum Zeigen den Salat, den ihr eben miterlebt habt, wie ich den gemacht habe. Hier bitte, auf dem Teller, Kartoffeln, rote Paprika, frischen Basilikum. Ich habe eben 2 schwarze Oliven noch darauf getan, da und da. Dann habe ich noch ein bisschen Rapunzel, Feldsalat gefunden, der liegt da. Zwiebeln, die hatten wir glasig gebraten. Ist natürlich Geschmackssache, können auch rohe Zwiebeln rein, klar. Dann sind hier die Zucchini. Und der Kartoffelsalat kommt jetzt in den Kühlschrank. Da kann er noch ein bisschen weiter durchziehen. Und wenn tagsüber jemand Appetit hat, muss ich nicht mehr kochen, muss nichts mehr machen. Es ist alles fertig und erledigt bereits um 5 Uhr morgens. Wunderbar. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mit mir zusammen zu kochen, beziehungsweise mir beim Kochen zuzusehen, euch ein bisschen inspiriert. Wenn ihr dazu Anmerkungen habt, Fragen habt, eigene Rezeptideen habt, Verbesserungsvorschläge habt, freue ich mich sehr über Post oder auch Kommentare unter dem Video. Und schaut doch mal gerne wieder bei mir rein. Ich bin Nicola Lange und wünsche einen wunderschönen Sommertag von hier aus Hamburg.